Im letzten Spiel vor Weihnachten hatte die FBIVU Feldkirch am Sonntag mit Kranje noch einmal einen slowenischen Gegner zu Gast. Nach dem 3:1-Erfolg am Tag zuvor gegen Jesenice hofften die Fans des Tabellenführers natürlich auch am Sonntag auf weitere 3 Punkte. Und es lief dann auch gleich wie am Schnürchen. Nach 5 Minuten 46 sorgte Topscorer Martin Tomaschek nach Zuspiel von Abaev und Winzig für die 1:0-Führung in der Vorarlberghalle. In der Folge hatte die VU Möglichkeiten im Minutentakt. Aber selbst eine Penaltymöglichkeit konnte nicht genutzt werden. Und so kam es, wie es meistens kommt. Kranje nützte eine der weniger Möglichkeiten und Zupan erzielte nach 15 Minuten 35 den Ausgleich. In Drittel 2, dann dauerte es ganze 2 Minuten, ehe die VU wieder in Führung ging. Martin Grabherr-Meyer sorgte für den Treffer. Dann wurde es eng auf der Strafbank der Slowenen. Highlight war, dass sogar 4 Mann sich auf dieser Bank drängelten. Und das nützte die VU ein weiteres Mal und Abaev machte mit einer Granate das 3:1. Feldkirch hatte mit Kranje ab dem 2. Drittel keine Mühe mehr. Und Kevin Essmann machte ebenfalls seinen Treffer. In Minute 35 stand es 4:1. Zum Gaudium der Zuschauer gab es auch die eine oder andere Keilerei. Punktesieger, ein VUler. Und es kam wieder der Auftritt des Maxim Abaev, der zum Teil sogar kritisiert wurde in den vergangenen Wochen, aber innerhalb kürzester Zeit gleich 2-mal einnetzte. Zunächst in der 38. Minute das 5:1 und nur 50 Sekunden später das 6:1. Damit eine klare Sache. Kranje konnte froh sein, dass es noch nicht zweistellig stand. Im letzten Drittel ging es dann etwas ruhiger los. Zu klar war die Führung der VU. Bugli konnte in der 48. Minute noch einmal für Kranje auf 2:6 verkürzen. Dann aber Martin Grabherr-Meyer, er besorgte in der 52. Minute mit seinem 2. Treffer an diesem Abend das 7:2. Das Toreschießen ging munter weiter. Zunächst erzielte Mulje den 3. Treffer für Kranje und dann sorgte Martin Tomaschek mit einem sehenswerten Schlenzer zum 8:3 für ein weiteres Highlight. Und dann war es auch noch Michael Novak, der sich in die Torschützenliste der VU eintragen konnte. Ein klarer Erfolg des Tabellenführers. Tja, und für den sportlichen Leiter und Manager Michael Lampert ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja, wunderbar. Doppelwochenende, 6 Punkte daheim, viele Tore, keine Verletzte, tipptopp. Gerade heute hat man auch gesehen, Abaev, super starker Tag gehabt. Ja, perfekt für die Zuschauer natürlich. Im 2. Drittel hat der Schiedsrichter so ein bisschen seine Probleme, glaube ich, gehabt. Aber für die Zuschauer natürlich tolle Geschichte. Ja, ich denke, es war ein wunderbares Spiel. Wie gesagt, die Schiedsrichterleistung, die lassen wir unkommentiert, die müssen wir so nie, wie es ist. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir wirklich tolles Eishockey gesehen. Max Abaev kommt immer besser in Fahrt. Seine Familie, seine Frau, sein Kind ist jetzt auch da. Und es hilft ihm dabei doch sehr weiter. Ja, die Kerzen am Christbaum können nicht lange brennen, denn es geht gleich wieder weiter. Und sind die nächsten Spiele? Wir haben am 25. schon wieder Training, 26. Spiel in Eppan, 27. Training, 28. Spiel daheim Neumarkt. Zwei sehr gute Gegner und werden wir schauen, was wir da machen können. Also keine Gnade für die Wade vor Silvester? Nein, das kennen wir im Eishockey sowieso nicht. Bei uns ist jetzt Saison und da geht es durch. Ja, es ist am Anfang ist schwer gewesen. Danach, das 2. Drittel ist relativ gut gelaufen. Da haben wir sie hingebracht, haben wir Glück gehabt. Das 3. Drittel haben sie wieder ein bisschen aufgefahren.
aber wir haben es eigentlich gut unterheben können. Ja, schlecht ist nicht. Also wir haben viele gute Spieler drin, wir haben auch viele, die Tore schießen können. Und das braucht man einfach in einem Team. Aber man braucht auch eben Teamspieler und Leute, die einfach arbeiten, verschieben. Gehörige Buckler.